Herkese merhaba. Dialoge auf Deutsch, Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde göz doktorundan randevu almak için muayenehanesini arayan bir kişiyle sekreter arasında geçen bir diyalog örneği göreceğiz. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Neumann. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ich bin Jörg Herrmann. Ich möchte gerne einen Termin bei Dr. Neumann vereinbaren. Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Neumann. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ich bin Jörg Herrmann. Ich möchte gerne einen Termin bei Dr. Neumann vereinbaren. Ja, natürlich, Herr Herrmann. Leider sind in dieser Woche alle Termine vergeben. Ich kann Ihnen erst für einen Tag in der nächsten Woche einen Termin geben. Ich verstehe. In diesem Fall würde ich gerne einen Termin für nächste Woche vereinbaren. Tekrar edelim. Ja, natürlich, Herr Herrmann. Leider sind in dieser Woche alle Termine vergeben. Ich kann Ihnen erst für einen Tag in der nächsten Woche einen Termin geben. Ich verstehe. In diesem Fall würde ich gerne einen Termin für nächste Woche vereinbaren. Was sind Ihre Beschwerden, Herr Herrmann? Meine Augen jucken stark und Tränen. Wenn ich morgens aufwache, sind meine Augen sehr verklebt. Tekrar edelim. Was sind Ihre Beschwerden, Herr Herrmann? Meine Augen jucken stark und Tränen. Wenn ich morgens aufwache, sind meine Augen sehr verklebt. Der Arzt hatte zuvor bei Ihnen eine Allergie diagnostiziert. Vielleicht hat sich Ihre Allergie verstärkt. Ja, eigentlich haben die vom Doktor verschriebenen Tropfen mir sehr gut getan. Aber vielleicht hat der Juckreiz aufgrund der Jahreszeit zugenommen. Tekrar edelim. Der Arzt hatte zuvor bei Ihnen eine Allergie diagnostiziert. Vielleicht hat sich Ihre Allergie verstärkt. Ja, eigentlich haben die vom Doktor verschriebenen Tropfen mir sehr gut getan. Aber vielleicht hat der Juckreiz aufgrund der Jahreszeit zugenommen. Ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen für nächste Woche Montag um 9 Uhr einen Termin mache? Montagmorgen um 9 Uhr wäre für mich sehr passend. Vielen Dank. Tekrar edelim. Ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen für nächste Woche Montag um 9 Uhr einen Termin mache? Montagmorgen um 9 Uhr wäre für mich sehr passend. Vielen Dank. Dann erwarten wir Sie am Montag, den 1. August um 9 Uhr. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Tekrar edelim. Dann erwarten wir Sie am Montag, den 1. August um 9 Uhr. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Neumann. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ich bin Jörg Herrmann. Ich möchte gerne einen Termin bei Dr. Neumann vereinbaren. Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Neumann. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ich bin Jörg Herrmann. Ich möchte gerne einen Termin bei Dr. Neumann vereinbaren. Ja, natürlich, Herr Herrmann. Leider sind in dieser Woche alle Termine vergeben. Ich kann Ihnen erst für einen Tag in der nächsten Woche einen Termin geben. Ich verstehe. In diesem Fall würde ich gerne einen Termin für nächste Woche vereinbaren. Tekrar edelim. Ja, natürlich, Herr Herrmann. Leider sind in dieser Woche alle Termine vergeben. Ich kann Ihnen erst für einen Tag in der nächsten Woche einen Termin geben. Ich verstehe. In diesem Fall würde ich gerne einen Termin für nächste Woche vereinbaren. Was sind Ihre Beschwerden, Herr Herrmann? Meine Augen jucken stark und tränen. Wenn ich morgens aufwache, sind meine Augen sehr verklebt. Tekrar edelim. Was sind Ihre Beschwerden, Herr Herrmann? Meine Augen jucken stark und tränen. Wenn ich morgens aufwache, sind meine Augen sehr verklebt. Der Arzt hatte zuvor bei Ihnen eine Allergie diagnostiziert. Vielleicht hat sich Ihre Allergie verstärkt. Ja, eigentlich haben die vom Doktor verschriebenen Tropfen mir sehr gut getan. Aber vielleicht hat der Juckreiz aufgrund der Jahreszeit zugenommen. Tekrar edelim. Der Arzt hatte zuvor bei Ihnen eine Allergie diagnostiziert. Vielleicht hat sich Ihre Allergie verstärkt. Ja, eigentlich haben die vom Doktor verschriebenen Tropfen mir sehr gut getan. Aber vielleicht hat der Juckreiz aufgrund der Jahreszeit zugenommen. Ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen für nächste Woche Montag um 9 Uhr einen Termin mache? Montagmorgen um 9 Uhr wäre für mich sehr passend. Vielen Dank. Tekrar edelim. Ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen für nächste Woche Montag um 9 Uhr einen Termin mache? Montagmorgen um 9 Uhr wäre für mich sehr passend. Vielen Dank. Dann erwarten wir Sie am Montag, den 1. August um 9 Uhr. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Tekrar edelim. Dann erwarten wir Sie am Montag, den 1. August um 9 Uhr. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tekrar edelim. Hallo, hier ist die Praxis von Dr. Neumann. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ich bin Jörg Herrmann. Ich möchte gerne einen Termin bei Dr. Neumann vereinbaren. Ja, natürlich, Herr Herrmann. Leider sind in dieser Woche alle Termine vergeben. Ich kann Ihnen erst für einen Tag in der nächsten Woche einen Termin geben. Ich verstehe. In diesem Fall würde ich gerne einen Termin für nächste Woche vereinbaren. Was sind Ihre Beschwerden, Herr Herrmann? Meine Augen jucken stark und tränen. Wenn ich morgens aufwache, sind meine Augen sehr verklebt. Der Arzt hatte zuvor bei Ihnen eine Allergie diagnostiziert. Vielleicht hat sich Ihre Allergie verstärkt. Ja, eigentlich haben die vom Doktor verschriebenen Tropfen mir sehr gut getan, aber vielleicht hat der Juckreiz aufgrund der Jahreszeit zugenommen. Ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen für nächste Woche Montag um 9 Uhr einen Termin mache? Montagmorgen um 9 Uhr wäre für mich sehr passend. Vielen Dank. Dann erwarten wir Sie am Montag, den 1. August um 9 Uhr. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Dialog zwischen einer Person, die in einer Augenarztpraxis anruft und mit der Sprechstundengehilfin einen Termin vereinbart, gezeigt. Auf Wiedersehen, bis zu einer anderen Dialoge auf Deutsch-Lektion.